Kaum ist Mike weg, sind auch schon die Sportsfreunde im Anmarsch. Zeit für eine Runde Finde den Pippo. Viel Spaß. Also, hier steht schon TSG Söflingen. Ich vermute, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil hier ist die Adresse und vermutlich ist er da oben drin. Ja, viel Spaß beim Suchen. Sportstätten-Gastronomie, denkt man natürlich in erster Linie daran, Vereinsheim, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen günstiger. Negativ behaftet, sprich's ruhig aus, Beate. Die Frage ist nicht, wie die Konkurrenz Pippos Konzept findet, sondern ob. Wie war's für euch? Habt ihr gleich hergefunden? Na, die suchen es immer noch, aber irgendwie müssen wir in der Nähe sein. Sollen wir jetzt anrufen oder versuchen wir selber auf uns zu Glück? Ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal da hoch und schauen mal. Leider irgendwie null Beschilderung, null Hinweis drauf, dass hier irgendwo ein Restaurant versteckt ist. Tja, sag ich ja. Es ist absolut nachzuvollziehen. Ne? Der muss empfohlen werden. Ne? Neue Gäste kommen über Empfehlung, oder? Ah, ciao, endlich mal. Irgendwann haben wir es gefunden. Wir sind hier. Wir haben es gefunden. Ich bin der versteckste Italiener in Ulm. Wenn ihr mich gefunden habt, dann kommt ihr wieder. Wenn Pippo seine Mitstreiter in Stammgäste verwandeln will, darf heute 0,nix schiefgehen. Echt schön. Also ich mag diese Schwarz-Weiß-Bilder an den Wänden. Richtig schön, richtig cool. Typisch italienisch. Genau, so italienisches Feeling hier drin. Richtig cool. Mit einer typischen Sportgaststätte hat das hier nichts zu tun. Es ist riesig. Das ist richtig von vorne bis hinten perfekt gestaltet. Super. Wenn da eine gewisse Kulisse an Menschen nicht dabei ist, dann kann das schnell mal sehr nüchtern ausschauen. Aber schau, jetzt sind Leute da. Jetzt sieht man genau, wie welche Gemütlichkeit das alles ausstrahlt. Schön. Auch Pippos Karte strahlt genau das Richtige aus. Innerhalb der Karte würde ich denken, es ist typisch Italien. Also so erwarte ich das, wenn ich ans Meer fahre und wo Sonne ist und Urlaub ist. Also nicht dieses Eingedeutschte, sondern Italien. Und so hat auch jeder gleich das Passende gefunden. Scharfer Italiener trifft auf coolen Americano. Los geht's. Buongiorno. Buongiorno. Good morning, sir. Good morning. Buongiorno, buongiorno. Wir bereiten jetzt eine Salmone Tartar. Oder Lachs Tartar. Lachs Tartar. Okay, jetzt verstehe ich. Ist okay. Typisch italienischer Klassiker, der Lachs. Lachs ist einer der Lieblingsfische der Deutschen nach wie vor. Den jetzt als Lachs-Tatar schön zusammengehackt mit der Hand. Und dann wird er den hoffentlich ein bisschen mit der Limette oder Zitrone, ist vielleicht ein bisschen Dill. Und dann kannst du Abwandlung machen. Ja, die kann ich gar nicht aufzählen. Danieles Lachsbeize besteht aus 50% Zucker und 50% Salz. Okay, und dann noch ein bisschen Dill. Ah, so, und dann noch mal Salz. Dass es ganz zu ist. Und dann lassen wir das eine halbe Stunde ruhen. Es ist eine klassische Beize, die entzieht dem Fisch natürlich ein bisschen die Feuchtigkeit und fängt an, den Fisch zu garen. Und hier soll so eine kleine 30-minütige oberflächige Garung stattfinden. Dann kommt wiederum Salz-Zucker-Gemisch weg und dann wird daraus das Tatar gemacht. Ich habe schon eins vorbereitet, wo schon fertig ist. So sieht es aus nach den 30 Minuten. Genau. Und alles, so und sieht es dann aus. Richtig. Okay. Und jetzt ist der Lachs jetzt einfach fester. Fester. Und nicht mehr so wasserig. Okay. Und dann kann man das einfach, wenn du das berührst, ist schon fest. Ah, ja, stimmt. Man fühlt es schon. Das stimmt. Okay? Ja. So. Und dann nehmen wir jetzt gerade nochmal das Fett, die Schale oben weg. Den Spitter. Ah, das ist bitter. Ah. Ja, das ist das Tran, was da wegkommt. Gell? Sauber wegputzen. Und das finde ich super, weil schließlich ist ein Tartar dann zusammengehackt und roh wird verzehrt. Da will man kein Tran dran haben. Und bloß nicht zu fein hacken, sonst wird der Lachs matschig. Die nächste Zutat für Danieles Tartar, gehackte Salatgurke. So, wegen des machen wir hier nehmen wir die Schale und machen nur so ein bisschen. Nur die Schale, gibt es das dann Limettengeschmack? Also wenn wir jetzt den Saft reintun, dann wird das zu intensiv. Dann wird zu viel. Okay. Jetzt kommen noch Olivenöl und Salz dazu. Und Tabasco. Okay. Aber wir haben Tabasco Jalapeno.
Ah, so ist gut. Ich mag scharfe Sachen. Yes. Okay. Tabasco für dich hat in der italienischen Küche gar nichts im Zücken, aber ein bisschen Feuer braucht jeder ins Leben. Außerdem sind wir hier in einem Sportzentrum. Da gehört Schwitzen zum Pflichtprogramm. Mehr, mehr. Nein. Yes. Okay. Und dann ist das gar nicht. Kriegst ein anderer. Und wer kriegt's? Ja, Beate oder Annette. Der beste Ding daran ist, dass Beate habt das scharfe Essen. Ich bin babyscharf. Weniger scharf. Als scharf. Okay. Es war unfassbar scharf für mich. Ist das wirklich für Beate? Ach du Scheiße. Das war jetzt so von mir ein Gag. Eieieiei. Nein. Ob die übrigen Vorspeisen auch so viel Temperament haben? Optisch auf jeden Fall. Mio Dio. Boah, ich weiß nicht, ob ich essen will oder fotografieren. Keine Ahnung. Ach, schön. Schön. Alles sieht zu. Masterpieces. Jeden Teller muss hier als a creative genius. Aber schmecken die Vorspeisen auch genial? Hier Charles Vitello Tonato, der Kalbsbraten-Klassiker mit Thunfischremoulade. Für meine Frau, das ist die Lieblingsvorspeise. Heute esse ich die erste Mal alleine und es ist einfach toll. Als ich meine erste Biss genommen habe, das war eine Explosion vom, sag mal, ein Gaumreise. Das Kalbsfleisch ist richtig rosa, richtig perfekt. Es haut den zum Essen sehr leicht, sehr weich. Ja, einfach super gute Qualität, schön zart, ne? Und wirklich von der Farbe gut gegart. Schön. Dieses Tonato ist richtig, Tuna-Geschmack dazu ist richtig, richtig toll. Mit dem Kalbsleone zusammen, mit alles gemischt. Perfekte Teller. Kannst nicht besser selber machen, wirklich. Perfekt heißt 10 Punkte, ne? Was für ein Einstieg. Vanessa steigt mit dem gegrillten Gemüse ein. Und was sagt das Küken der Runde zu ihrem Verdure-Grill? Mein Gemüse ist ja gegrillt. Man schmeckt schon, dass es gegrillt ist, aber man schmeckt die Rostaromen nicht zu stark. Geschmacklich sehr gut. Das Gemüse ist noch knackig, es ist alles frisch. Es ist gut gewürzt mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Mir hat nur ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Balsamico gefehlt. Einfach ein bisschen eine Soße, weil mir sonst nur das reine Gemüse ein bisschen zu trocken ist. Das Gemüse wurde ja nicht angebraten in der Pfanne mit Öl, sondern einfach gegrillt. Das heißt, somit ist es ja schon trocken. Also Olivenöl ist doch beim Italiener immer am Tisch. Könntest du mir doch nicht erzählen, dass es das da nicht gab. Also hallo. Und ein Balsamico kann man nachbestellen. Ich hatte auch eine gute Auswahl, es war nicht gerade wenig, es war frisch. 10,90 € sind absolut in Ordnung. Ja, ja, würde ich auch sagen, ne? Annette knabbert den Polpo Crocante con Panzanella. Das ist der knusprige Oktopus an toskanischem Brotsalat. Das ist ja geil. Knusprige Oktopus, das finde ich auch mal witzig, ne? Und das Ganze mit dem Brotsalat. Das finde ich eine super Kreation. Ob Annette das auch so sieht? Mein Oktopus, der ist frittiert, außen knusprig. Der Oktopus selber innen drin ist wirklich total zart. Eigentlich genauso, wie er sein soll. Lässt sich ganz leicht schneiden. Es war ein bisschen zitronig, Salz, ein bisschen italienische Kräuter. Das ist dieses toskanische Brot. Bei dem war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich kannte keinen Brotsalat. Das ist ein bisschen weich. Bei uns würde man sagen, matschiges Brot. Es war sehr vollgesaugt mit einer Flüssigkeit. Ein bisschen wie Salatdressing. Es ist ein Salat, der schon mit einem sehr knusprigen Brot gemacht wird. Und wenn er serviert wird, sollte er schon auch weiche Stellen haben, aber eben auch noch was Knuspriges dabei sein. Ich würde mir diese Vorspeise noch mal bestellen, aber wahrscheinlich ohne Brot. Was riecht denn hier so nach Jalapeno? So, da ist jetzt das Lachs-Tatar. Tatare di Salmone. So lecker, so harmlos klingt das, was Beate bestellt hat. Jetzt bin ich gespannt. Denn Beate sagt ja, dass sie scharfes Essen nicht abkann. Mein Lachs-Tatar ist ein Traum. Ein Traum? Nicht zu scharf? Sehr, sehr lecker. Hier ist so eine leicht pfeffrige Note drin. Mhm.
feiere ich. Ich war schon in der Küche. Ja. Und diese scharfe Pfeffernote, ja, dass man sieht, es ist sogar Tabasco-Sauce. Nein. Du, das keine Schärfe ja, macht, ich hab's ist gemerkt. Das erfeuert. Richtig das ist gut. Richtig gut. Diese Schärfe, die da drin war, hat perfekt dazu gepasst. Da bin ich richtig froh, dass das jetzt so gut ankommt. Ne? Also ich habe schon echt Sorge gehabt. Ne? Wenn man jetzt diesen Brotchip dann nimmt und zusammen mit dem Tartar, wird es eine richtig runde Geschichte, weil nur das Tartar wäre ja weich im Mund. Und von daher hast du diesen Knack dazwischen zusammen mit dieser Aioli, die da dabei ist. Richtig schöne Konsistenz. Ich war tatsächlich gespannt auf den schwarzen Aioli und überrascht, weil ich es tatsächlich so noch nie gegessen habe. Da muss man schon auch den Leuten sagen, diese schwarze Knoblauchzehe, aus der ja dann am Ende die Aioli gemacht wird, ist durchs Fermentieren eher milder. Ne? Das ist gar nicht so, dass die so aggressiv ist. Ne? Da riecht man eher weniger, hat ein bisschen smarteren Geschmack. Zeit für einen Reality-Check. Auf welchem Punktelevel bewegt sich Pippo zurzeit? Ich glaube, eine Tendenz von, gehen wir mal, 34. Oh, das kann schon drin sein. Sollte eigentlich drin sein, ja. Das wären im Schnitt 8,5 Punkte. Meine Tendenz liegt bei 9. Dankeschön. Meine Tendenz ist 9. Dankeschön. Meine Tendenz liegt leider. Beim 10. Ja. Schön. Bravo. Moment, das junge Gemüse fehlt noch. Meine Tendenz liegt bei 9. Dankeschön. Freut mich. Ich bin sehr zufrieden. Ey, Alter. Boah, das würde ich auch sagen. Das ist mal richtig gut. Bist du rilassato? Sì, rilassato, ma come? Ich bin erleichtert. Er fühlt sich jetzt ein bisschen erleichtert. Du dich auch? Ich bin die ganze Zeit eigentlich schon erleichtert. Weil ich habe ja schon gewohnt, ich bin dabei. Bevor es an den Hauptgang geht, gibt es noch einen kleinen Gruß aus der Küche. Oh, wir kriegen einen Kaffee. Einfach so? Der alte Espresso-Trick. Ja, ja, ja. Raus! Raus hier! Yeah. Raus! Diese Kaffeeverarsche. Mein Gehirn hat kurz aufgehört zu funktionieren. Ich habe gedacht, so, das war's jetzt. Ich habe jetzt auf meinem hellblauen Bläser den Cappuccino. Das spinnt. Ich habe mich echt erschreckt mit dem Kaffee. Ja, yeah, das war richtig. Boah. Kannst du mir einen Notarzt anrufen, bitte? Was für eine tolle Stimmung, ne? Geil. Also ein Spaßvogel, der Pippo. Und die Gruppe aber auch. Ne? Manchmal haben wir auch so eine Bremse dabei, ne? Aber ne, nix. Mal sehen, ob Daniele beim Hauptgang noch einen draufsetzen kann. Heute machen wir Risotto. Risotto mit? Mit Zucchini. Basilikum und Limette. Mhm. Und dazu Garnelen. Oh, sehr gut. Nee, das ist doch ein Scampi gewesen, ne? Aus meiner Sicht. Schauen wir gleich mal. So, als erstes wenn wir jetzt den Reis jetzt mal ganz trocken reinmachen, ohne Wasser und gar nichts. Mhm. So, und jetzt warten wir, bis es die Hitze annimmt. Der Reis muss jetzt ein bisschen aufgehen. Also, dass er ein bisschen aufgeht. Das passiert allein von der Wärme, ohne genau, Wasser. Genau, und es geht dann ein bisschen auf. Und sobald es dann aufgeht, dann kommt die Gemüsebrühe rein. Ach, der toastet das. Ja, da gibt es einige Köche, die wirklich das Risotto-Reis toasten. Mhm. Während der Reis aufkocht, schneidet Daniele Schalotten und Zucchini klein, die nun ebenfalls im Risotto-Topf landen. Jetzt ist der Risotto fertig. Was für Soße machen wir jetzt noch rein? Wir haben diese. Ja. Was ist das für eine Soße? Zucchini, Basilikum. Hm? Und dann machen wir mit Limette. Limette, okay. Für die Soße hat Daniele die weichen Abschnitte der Zucchini genutzt, die im Risotto gelandet sind. Und hier machen wir jetzt die Gambaroni fertig für den Reis. Ja. Mhm. Okay? Diese Gamberi sind rote Garnelen, argentinische. Das stimmt, das sind tatsächlich Garnelen. Okay. Erkennt man jetzt natürlich daran, dass sie keine Scheren haben. Und wenn er sie nicht so gerade hinlegen würde, würden sie auch diesen leichten Bogen machen. Alles richtig.
Argentinische Rotgarnelen sind für ihr saftiges Fleisch und ihren nussigen Geschmack bekannt. Jetzt kommen die Garnelen rein. Die kommen aber roh rein, weil die kochen im Reis. Die brauchen nur ganz kurze Hitze und dann sind die schon servierfertig. Die anderen Gabaroni, die kommen dann oben drauf. Die sind dann separat. Die Deko-Gambas brät Daniele mit Knofi in Olivenöl an. Gut, da brauchst du jetzt einfach nur kurze Hitze. Ne? Ein-, zweimal schwenken, einmal umdrehen, nochmal schwenken, wegziehen und dann ist die auch schon fertig. Ne? Dann mal nix wie zurück in den Gastraum. Für Beatas Pasta fährt Pippo die ganz großen Geschütze auf. So, Beat, jetzt habe ich deine Nudeln. Na, schau. Mit Musik. Oh. Wenn ich so ein Gericht auf der Karte habe, Nudeln aus dem Käseleib, dann gehört das für mich ganz einfach dazu. Ohne das könnt ihr auch einfach in der Küche Parmesan drüber streuen und müsst das auch nicht in seine Karte schreiben. Unser Pippo, Sizilianer durch und durch. Du siehst genau, dass er das liebt. Der ist voll in seinem Gastgeberelement. Sensationell. Schön Pastaabend. So, jetzt darfst du mit. Jeder, der daran gezweifelt hat, erkennt doch jetzt, warum Pippo seit 20 Jahren auch mit diesem Standort, wo man kurz vor gedacht hat, da kommt keiner hin, warum er so einen Erfolg hat. Über diesen Menschen spricht man mit hundertprozentiger Sicherheit in Ulm und Umgebung. Und dann findet man ihn. Bitteschön, liebe Beate, deine Bandnudeln mit Butter aus dem Parmesanleib. Tagliolini in Forma. Ich feiere das total. Ich finde es einfach nur lecker. Es ist leicht cremig unten drunter. Also so, dass du dir immer wieder von unten so ein bisschen Soße mit hochholen kannst. Durch die heißen Nudeln auf dem Teller und wenn dann dieser Parmesan irgendwann sich mit der Butter verbindet, dann gibt es ja unten sowas Ähnliches wie eine Soße. Und immer wenn man die dann praktisch wieder, wie in dem Leib auch, so ein bisschen bewegt hat, hat sich wieder diese Flüssigkeit mit den Nudeln verbunden und dann war es wieder da und es war wieder lecker. Die Bandnudeln sind al dente, Soße cremig, 13 Euro, schlag mich tot, ich hatte es gekostet. Absolut in Ordnung, schönes Produkt, schöner Teller, ich bin glücklich. Charles kostet die Sogliola alla Mugnaia, dasselbe Gericht, das Mike probieren durfte. So, damit jetzt die Sitzung, schau, schau, schau. Ob Charles von dem Gericht auch so begeistert ist? Von meinen ersten Sitzungen ist es absolut lecker. Bin voller Fan dafür. Die Zunge ist einfach weich, super lecker. Ich kann einfach reinlegen. Das ist einfach genial. Die Soße hier, das sahnig, nicht schwer, passt perfekt. Sahnig, ne? Das ist überhaupt nicht sahnig. Ne? Das ist ja unsere Zitronen-Salbei-Soße. Die ist ein bisschen gebunden, weil die Sitzung ein bisschen meliert worden ist. Und dann zieht natürlich die Soße an, diesen Weißwein, den er genommen hat zum Ablöschen. Dann Zitrone, kalte Butter. So entsteht halt auch diese Cremigkeit. Also die Konstellationen, wie ich das habe, Fisch war genug, Veggies auch noch genug. Die Veggies sind richtig. Super knackig, Karotten, Brokkoli. Und ihr habt schon die Hauptgruppen vom Sachen da. Aber da gibt es viel mehr vegetarische Sachen, das man dazu machen könnte. Es ist tatsächlich in Italien so, dass die Gemüsebeilage sich auch täglich wechseln und ändern kann nach Angebot. Ich glaube, hier ist jetzt zum Beispiel auch gar kein Spinat serviert worden, oder? Auf Mikes Teller war jedenfalls noch Spinat vorhanden. Wo ist er denn hin, der Spinat? Ja, also das verstehe ich sogar als nicht Italiener. Spinat, kaputt, verkäse, arrivederci. Pippo und Daniele sind gerüstet für die nächste Feedbackrunde. Ich glaube, das kritisiert hat vielleicht die Vanessa. Aber ich habe schon vorgesorgt. Ich habe mir was ausgeliehen von meinem Sohn.
Andiamo. So, die Herrschaften. Ich hoffe, dass der Feedback gut ist, weil bei uns Italiener läuft es ein bisschen anders. Die Stimmung bricht sich ab, macht mich sehr glücklich, was ich sehe. Was geht hier ab? Naja, er musste sich, glaub, ein bisschen steigern zu dem Baseballspiel. Kollegen, ich bitte um eine harte, aber gerechte Beurteilung. Wie was? Wo fangen wir an? Vielleicht bei Vanessa? Optisch ist ihr Risotto Gamberi e Zucchine das reinste Kunstwerk. Und geschmacklich? Der Risotto ist bissfest. Es schmeckt sehr lecker, man schmeckt ganz schön das Basilikum. Die Garnelen sind knackig, sind bissfest. Mir persönlich fehlt ein bisschen Gewürz. Was zu wenig? Ein bisschen Gewürz. Ich habe schon Salz und Pfeffer auch dran. Oh, es läuft ja raus. Dieses Teil hier ist praktisch, dass Salz und Pfeffer in einer Mühle ist. Unpraktisch ist, ich habe das auf mein Essen geleert, weil ich dachte, ich leere es um und drehe und dann ist das ganze Salz auf mein Essen. Ich konnte mein Essen tatsächlich noch essen, weil es hat Salz gefehlt und dann war es genau richtig. Gott sei Dank. Also hat sie jetzt Glück gehabt, ne? Also, boah. Die Garnelen waren leider mehlig. Wisst ihr vielleicht, woran das liegt? Vielleicht wir haben zu viel gekocht. Zu lange gekocht, ja, das habe ich auch vermutet. Kann schon mal passieren, dass die eine Garnele anders ist wie die andere. Und wenn dann vielleicht ein Garpunkt ein bisschen übersehen worden ist, ja. Aber mehlig ist mehlig, hat meistens nicht so viel damit zu tun, dass zu lange in der Pfanne war. Fehlt noch Annettes Filetto di Manzo al Tartufo Nero. Sag an, wie ist dein Rinderfilet mit schwarzem Trüffel? Ich habe wirklich ein perfektes Filet gehabt, geschmacklich richtig gut. Mein Rinderfilet war wirklich genau auf den Punkt. Es war innen drin rosa, es war total zart. Es hatte die richtige Größe, die richtige Dicke, die richtige Farbe und wirklich einen wahnsinnig guten Rindergeschmack. Bei dem Kartoffel-Parmesan-Püree hätte ich mir gewünscht, dass er wirklich nach Parmesan schmeckt. Also er schmeckt wirklich wie Kartoffelpüree. Parmesan ist ja bekanntlich ein sehr kräftiger, aromatischer Käse. Also habe ich natürlich auch mit einer deftigen Beilage gerechnet. Da habe ich ein bisschen das Parmesan vermisst. Die Trüffel haben guten Geschmack, man schmeckt sie raus. Es gibt sie aber ein bisschen intensiver. Bei den Trüffeln, da können wir auch leider, kann ich da nichts dafür, weil wir kaufen den ja. Und so wie der ist, habe ich nicht so viel Einfluss. Das ist so. Der eine gibt mehr her, der andere gibt weniger her. Du weißt das doch, da steckt man nicht drin. Ne? Sei froh, dass kein Trüffelöl verwendet worden ist, sondern frischer Trüffel. Ich bin voll zufrieden. Voll zufrieden. Du, Daniel? Ja, gut, die Gegner sind nicht zufrieden. Gib Gas, Daniele. Die Desserts sind deine letzte Chance, noch mal so richtig zu punkten. So. Was gibt's hier Gutes? Was machen wir heute? Heute machen wir Schokosoufflé. Ah, sehr schön. Ein Soufflé ist dieses kleine, wundersame Ding, was mit ganz viel Eiweiß geschlagen, Luft in den Körper bekommt und so aufgeht. Und meistens erlebe ich hier, dass dann Schokokuchen irgendwie rauskommt. Als erstes verschmilzt Daniele Butter und Schokolade. Okay, die Butter hat einfach welche Funktion? Wieso nicht nur Schokolade? Weil wir wollen eine Masse. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber vielleicht kann mir die Frage ja der Mike noch mal beantworten. Wir brauchen einen höheren Fettträger und dann passiert Folgendes nicht so schnell. Die Masse scheißt nicht so schnell ab, sprich sie trennt sich nicht so schnell. Jetzt rührt Pippos Küchenchef Zucker unter die Schokobuttermasse. Das ist jetzt die Basis, für das Soufflé oder für den flüssigen Kern? Schokosoufflé, ja genau. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Okay, und ihr backt jetzt so lange, bis du siehst, von außen ist es fest, aber von innen noch nicht. Und dann kommt es raus, damit es innen flüssig bleibt. Okay. Das wird übrigens ein Schokokuchen. Es wird kein Soufflé. Vanessa, wärst du bitte so lieb, drei Eier in den Teig zu schlagen? Grazie mille. Was passiert jetzt? Und jetzt die Mehl. Mehl wird abgesiebt, damit es nicht klumpig wird, damit der Teig nicht klumpig wird, sondern eine schöne glatte Masse entsteht. Das Mehl brauche ich als,
als Körper, der mir das alles beim Backen trägt. Jetzt ist fest. Muss sie nicht fester werden? Nein? Nein, ist gut, ist perfekt. Okay. Die Masse kommt in Förmchen und muss jetzt nur noch in den Ofen. Dann vielen Dank, dass ich zuschauen und helfen durfte. Vielen Dank. Ich lasse dich jetzt mal weitermachen und freue mich schon auf mein Dessert. Okay, perfekt. Dankeschön. Die übrigen Desserts schauen aber auch ganz schnuckelig aus. Eben noch in Danieles Küche schon auf Beates Dessertgabel der Schokokuchen mit flüssigem Kern. Mm. Also ich bin gerade im Schokohimmel angekommen. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also dieses Küchlein ist oben und rundherum ganz knusprig, hat so einen Crunch, also so Knack. Und dann, wenn man das aufmacht, dann läuft es da einfach raus. Wenn sich einer mit Schokolade auskennt, dann ich. Es gibt ja Schokotörtchen, die, wenn man den ersten Bissen nimmt, schreit das Sodbrennen schon Hurra. Das war hier nicht so. Also man hat es tatsächlich gemerkt, es war dunkle Schokolade, schöne Schokolade und einfach, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, es war einfach richtig geil. Und das reicht auch. Super. Ist auch wirklich gut geworden, muss man auch sagen. Es ist richtig heiß, also richtig warm, zusammen mit dem kalten Vanilleeis. Richtig, richtig geil. Ich würde sagen, das war Gaumensex. Gaumensex? Uiuiui. Aber nicht so laut stöhnen, sonst können wir nicht hören, was Vanessa zu ihrer Panna Cotta sagt. Es war sehr schön angerichtet, geschmacklich, sehr lecker. Die Konsistenz genauso, wie sie sein soll, sehr gut. Die Soße ist auch sehr lecker, ist Erdbeersoße. Es bringt ein bisschen eine Säure mit. Also in Kombination mit dem Panna Cotta ist wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich nicht brauche, sind diese vielen Blüten hier oben drauf. Da hätte ich mich, glaube ich, mehr gefreut, wenn ich ein paar Erdbeerstückchen gehabt hätte. Ich hatte ja so ein bisschen von der Erdbeersoße. Deswegen fand ich einfach, Erdbeeren hätten mal gepasst. Und auch noch mal ein bisschen etwas Süße und etwas Säure dazu gegeben. So ein bisschen künstlerisch ausgelegt, ne? 5,90 €, da darf eigentlich überhaupt nicht eine Sache mehr drauf liegen, ne? Es ist zu günstig. Kunstvoll aufgetürmt kommt auch Charles Tiramisu an den Tisch. Da verschlägt es selbst dem Maestro die Sprache. Oh, das ist ja mal ein Tiramisu, ne? Ja, sag ich. Heute bin ich froh, dass Pipo ist in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, das ist genial. Ich habe the best Tiramisu that I ever had. Na schau, das beste Tiramisu. Tja, und das in Deutschland. Es ist so, so weich. Das Biskuit zwischendrin ist so weich, man merkt nicht den Unterschied zwischen den beiden. Es schmeckt so gut, man merkt, dass das Biskuit, aber es verläuft den Mund, wo man überhaupt nichts sagen kann. Ich muss unbedingt People sagen, ich brauche noch ein Stück, dass ich es meiner Frau nehmen kann. Der Pipo hat mir noch was gegeben für deine Frau. Das könnte ich jetzt auch ab, ne? Ihr auch? Hm? Danke, 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 Pipo. Ich komme auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Annette wählt als krönenden Abschluss den Tomatensalat mit Zwiebeln. Es muss ja auch nicht immer was Süßes sein. Jetzt hat sie tatsächlich gestern einmal eine Ausnahme gemacht. Und jetzt sind wir wieder bei herzhaft. Tomatensalat. Ich habe mich heute wieder für was Herzhaftes als Dessert entschieden, weil ich Tomaten sehr gern mag. Und ich weiß nicht, woher die Italiener die Tomaten immer haben, aber die schmecken beim Italiener einfach anders, wie wenn ich die im Supermarkt kaufe. Ich hatte Tomatenscheiben auf meinem Teller. Es war genauso, wie ich das möchte. Diese grünen Bobbel in den Tomaten waren nicht mehr vorhanden. Die grünen Bobbel, also den Stielansatz. Ich habe ein gutes Olivenöl drauf und ein bisschen weißen Balsamico, deswegen sieht man den nicht, aber ich schmecke ihn. Und ein typisches Pizzabrot dazu, toller Geschmack. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht so was Mächtiges genommen habe, weil ich hätte es nicht mehr reingekriegt. Hauptsache, die Rechnung ist nicht so mächtig. 224,70 insgesamt. Okay. Aber mit nur dem Essenteil 166 €. Ungefähr 40 € pro Person. Genau.
Super Preis. Wenn es jetzt wirklich so ein richtig typisches Sportheim hier wäre, eine richtige typische Sportgaststätte, fände ich 40 Euro pro Person zu viel. Du siehst die Sporthalle, aber wenn du hier reinkommst, genau, du vergisst, wo du gerade reingelaufen bist. Ich finde, Pippo macht den Laden besonders durch sich selber. Also ich finde, seine Person macht die ganze Sache einfach authentisch. Ich glaube, so begeistert waren sie insgesamt doch noch nie die Woche. Also war schon immer gut, aber hier zeichnet sich, glaube ich, ein Führungswechsel ab. Um neuer Spitzenreiter zu werden, müsste Pippo mindestens 35 Punkte einsammeln. Ui! Primo! Acht Punkte. Acht? Ist schlecht. Na, du bist aber auch ein verwöhnter Fratz. Neun Punkte. 100 pro in Ordnung. Jupp. Die Punkte 10. Ja, spitzenmäßig. Wow, und Beate auch nochmal 10 Punkte. Ganz toll. 10 Punkte. Das sind 37 Punkte. Super. Ich bin mit diesen Punkten, mit meinem Team über glücklich. Habe ich ja gesagt, wir haben Führungswechsel. Tatsache. Das L'Italiano übernimmt mit 37 Punkten die Führung und verdrängt Vanessas Im Glas bei Di Natale auf Platz 2. Am Finaltag möchte Annette im Wirtshaus Ludwig die Herrschaft an sich reißen. Die goldene Krone vom König Ludwig haben wir schon. Heute holen wir uns den goldenen Teller von Mike. Doch die bayerisch-schwäbische Küche schwächelt. Ein bisschen salzlich. Salz fehlt. Aber ich schmecke leider den Käse gar nicht. Und Salz hat mir auch gefehlt. Tut mir leid. Die lassen dich verhungern. Die machen hier den hier. Ricci-Racci, ne? Ob das noch was wird?